Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Easy World. Ja doch, der Anfang war schon nicht schlecht, aber ich wollte Super Big Super Shy World sagen. Ja, der Fisch, der wollte mir wieder sagen, dass ich zu spät bin, was lustig ist, weil wir die ersten Folgen immer das Problem hatten, dass wir zu früh sind. Und ja gut, das war halt zu spät, da wollte Mario nicht runterrutschen. Wir haben es in der letzten Folge tatsächlich deutlich weiter geschafft. Ja, ich muss halt die Geduckt-Taste, ich rede schon wie in so einem Disney-Spiel. Ich habe ja vor einigen, also auch schon wieder ein, zwei Wochen, ja, hatte ich ja noch ein Königreich für ein Lama gespielt. Und da haben die dann auch immer gesagt, Geduckt-Taste, Sprung-Taste und so weiter. Die haben ja nicht die Tasten benannt. Sie standen, glaube ich, dann einfach im Text. Ja, irgendwie muss ich da Tasten loslassen, schätzungsweise, um da weiterkommen zu können. Und wir sind ja in der letzten Folge um einiges weitergekommen. Okay, also es geht doch so, wobei, ja, ist es jetzt besser? Ich weiß es nicht. Also man kann Mario dann doch vorzeitig dazu bringen, von der Hocke zu gehen, von dem geduckt sein, und dann geht es vielleicht gut, das funktioniert wieder. Und doch, ja, ich habe spontan viel mehr Kontrolle, ich habe es einfach die ganze Zeit wieder falsch gemacht. Und ich hab versucht, aus der Fälsche, aus der Lüge heraus eine aufrechte Zukunft zu bauen, meine Freunde. Und wie wir alle wissen, funktioniert das nicht. Denn irgendwann holen dich die Lügen ein, das Karma... Oh ja, geil, Leute. Ich hab's doch. Das Karma penetriert dich. Ja, das ist gefährlich. So. Und... Achso, okay. Das Ding ist, wenn ihr am Stück schaut, dann denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, du dummer Hurensohn. Das hätte ich natürlich wissen können, weil wir uns... Oh ja, guck, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich die Konstante. Das ist es nämlich, wenn man es versteht. Und bei Super Big Super Shy World habe ich es nämlich nicht verstanden und deswegen sitze ich da heute noch dran. Ja, das war klar, da bin ich nicht ordentlich gerutscht. Was wollte ich gerade sagen? Ja, weil ganz am Anfang, da haben wir uns ja ganz kurz die speziellen... Ups, ja, da habe ich zu zeitig X gedrückt. Die speziellen Blöcke angeschaut. Und leider habe ich das natürlich in den ein, zwei Wochen vergessen. Ja, guck's dir an. Ah, ja, aber da muss ich noch ein bisschen weiter links abspringen vom Munchie. Das ist doch was. Ja, ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel mit dem Lied. Ich meine, ich selber muss es ja nicht hören, weil ich mein Headset leise eingestellt habe. Aber ja, das ist halt so angenehmer, so schneller. Da kriegen wir locker dadurch 30, 40 Versuche mehr raus. Und ja, das der Sprung da eben, ne, bei dem Igel. Warte, wir sehen es gleich nochmal hier. Da, das wirkt so, als müsste ich... Es ist sehr, sehr schwierig. Er ist sehr, sehr asozial positioniert. Man weiß nicht hundertprozentig, bleibe ich jetzt noch einmal drauf? Springe ich jetzt nochmal einmal von dem ab oder gehe ich über den Manchi? Aber ja klar, wenn man es dann natürlich einmal geschafft hat, was wir eigentlich gemacht haben, wir haben es ja schon zweimal geschafft, müsste man es eigentlich wissen, aber es erschreckt mich jedes Mal aufs Neue. Zack, 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 ja. Na, der Sprung, der ist mir noch nicht hold. Ne? Der ist mir noch nicht Alexander hold. Da muss ich noch ein bisschen dran feilen. Gut, der Fisch ist und bleibt auch immer eine... Herausforderung. Ich nutze mal ganz kurz die Zeit und mache aufmerksam auf ein Let's Play, welches wahrscheinlich jetzt schon parallel mit hochgeladen wurde. Vielleicht nicht komplett, aber mindestens 60%. Und zwar ist das Call of Duty Black Ops 3. Ja, da haben wir doch mal spontan Call of Duty gespielt, weil es... was für ein Speed ich da gerade hatte. Weil es im PlayStation Plus Programm... Achso, und jetzt dann das Ding da oben. Ja, gut. Da muss man dann natürlich weiterschalten. Hätte ich aber eigentlich auch schon wieder vorher sehen können. Ja, wir haben Call of Duty Black Ops 3 gespielt, weil das ein PlayStation Plus Programm war. Kann man sich mal anschauen. Also ich habe das Ding natürlich dementsprechend kommentiert, weil ich kein Call of Duty Fan mehr bin. Also falls ihr euch da so denkt, da wurde richtig ernst durchgeballert. Nein. Also ich nutze natürlich jede Gelegenheit, um... meinen Frust, meinen Aggression kann man nicht sagen, um einfach wiederzugeben, dass ich die Serie nicht mag, beziehungsweise dass ich es halt nicht
nachvollziehen kann, dass es noch so viel Aufmerksamkeit genießt. Also es ist natürlich immer schön, wenn Serien konstant veröffentlicht werden, ganz klar, aber Call of Duty ist halt wie das jährliche FIFA und das jährliche Baseballspiel und so weiter. Gedanke. Das war natürlich ein Holocaust-Lag, da konnte man nichts machen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich denke, vielen Leuten geht es ähnlich. Zumal, also storytechnisch, wir haben ja nicht den Multiplayer gespielt, sondern einfach die fucking Story. Und deswegen, also es, ich kann ja mal kurz was dazu sagen. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch das dann wirklich anschaut. Es hatte seine guten Momente und ich habe das auch dementsprechend gewürdigt. Es gab wirklich von den knapp 10 Stunden gab es wirklich ein, zwei, die mir sehr, sehr gefallen haben. Und ich habe das dann auch dementsprechend kommentiert. Ganz respektvoll. Aber die restlichen 8 Stunden waren halt ziemlicher Müll. Und dementsprechend, ja, habe ich das so kommentiert. Also schaut euch definitiv die ersten beiden Folgen an. Die sind so zum Schießen, im wahrsten Sinne des, naja, also verbal und physisch und so. Also das habe ich richtig gefeiert, muss ich sagen. Also falls ihr auch noch nie Call of Duty gesehen habt oder so, wie gesagt, schaut euch das an. Also wenn ihr quasi Call of Duty kennt und ihr euch das aber nie selber angeschaut habt und so, schaut's euch an, ihr werdet es nicht bereuen, da wurde das wird richtig heftig auf die Schippe genommen. Fernab von dem, ich hab's ja in dieser Folge schon gesagt, nein, Königreich für ein Lama, zu dem Zeitpunkt jetzt bei dieser Folgenausstrahlung noch nicht beendet, aber vielleicht demnächst mal schauen. So, wir machen jetzt hier, ja, da habe ich den Übergang nicht gut hinbekommen. Aber egal, wir machen Fortschritte. Alles gut. Wenn es eine Konstante gibt, bin ich froh und ihr hoffentlich auch. Ja, der Fisch, der hat sich auch langsam eingekriegt, würde ich sagen. So. Ja, ich kann auch kleine Sprünge machen, wenn es hilft. So. Und jetzt da hoch. Und was mache ich jetzt? Jetzt! Ach, schon wieder fast auf den Tisch gehauen. Das Ding ist, ich habe jetzt zweimal fast auf den Tisch gehauen, aber genau da ist halt die Maus gerade. Deswegen, immer so kurz bevor ich raufgehauen habe, dachte ich mir, ah nee, scheiße, das ist ja die Maus. Glück gehabt, Tisch. Ja, der Tisch, der ist mir ziemlich egal, nur das, was da drauf ist, ist halt ziemlich wichtig. Ihr wisst ja, der gottgleiche Monitor. Ja, aber da war er, der gute Mittelpunkt und danach wäre tatsächlich alles besser gewesen. Hätte man ihn denn erreicht. Aber da wurde ich zum Schluss noch ein wenig semi-getrollt. Jetzt kriege ich das mit dem Fisch wieder nicht hin. Weil ich die... Oh, das ist zu spät. Ja, weil ich die Kamera wieder nicht rüberkriege. Ihr wisst ja, man muss ja hier bei dem... Ah, ich bin zu schnell. Man muss bei dem ersten so einen kleinen Schlenker machen. Ansonsten... Sagt der Fisch sich so, nope. Und jetzt hat der Fisch sich auch so gesagt, nee. Deaktiviere Fallenkarte namens Handy, um Ravon abzulenken. Ravon? Mit 3 A's wahrscheinlich. Ja. Das wird auch wieder nichts. Doch. Na, nee, das... Ja, aber mittlerweile glaube ich wirklich nicht mehr, dass es wirklich an der... An der Rutsche liegt. Gut, das habe ich gespürt. Da habe ich die Pfeiltaste nach unten aufgehört zu drücken. Die muss halt wirklich durchgedrückt werden. Was ist das denn das? Jetzt kriege ich den Sprung wieder nicht hin. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen demotivierend, wenn wir Rückschritte machen würden. Gut, da wollte er nicht springen. Ja, komm, was ist das jetzt hier? Rückschritte am Ende der Folge gefällt mir ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr... Ja, oh ja, da bin ich zu zeitig gesprungen. Das hätte was werden können. So, der Fisch. Fisch sagt auch okay, zack. Naja, ich weiß es immer noch nicht, jetzt bin ich langsam wieder unsicher. Zack. Nein, ich muss, es liegt daran, wie lange ich nach der Rutsche den Pfeil nach unten drücke. Wenn ich zu zeitig loslasse, habe ich den Sprung für den dritten nicht mehr. Das ist das Problem. So, der Fisch, der war eh wieder nicht im Bild. So, ja, da habe ich reingedrückt, da oben bei der Bombi-Line. Es wird auch wieder nichts. Alles klar, Leute.
Man sieht leichte Rückschritte wurden getätigt, nachdem es massig Fortschritte gab. Wir müssen dann in der nächsten Folge mal schauen, ob wir das Gleichgewicht der Macht wieder herstellen können, ohne den Anakin wieder mal aus seinem Sandland holen zu müssen, um dann mit ansehen zu müssen, wie er unsere Jünglinge abschlachtet. Spoiler, 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 ups, ist mir das gerade rausgerutscht, naja, es ist immer so heuchlerisch, ich wollte gerade sagen, der Film ist ja schon alt, aber es ist so ironisch, weil immer wenn ich das höre, denke ich mir so, was ist denn das für eine Aussage? Manche Leute haben es halt noch nicht gesehen, aber ich habe nicht gerade gesagt, von welchem Film ich rede, ne, na gut, dann glaube ich zumindest, dann habe ich mich vielleicht noch gerettet, dann muss ich nochmal im Schnitt nachgucken. Ist ja auch egal, Leute, ja, es ist doch alles egal, in diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal, sicher.